Empirische Psychologen beschäftigen sich häufig mit Zusammenhangs- und Unterschiedsfragestellungen. Eine Unterschiedsfragestellung wäre zum Beispiel: Verhalten sich Frauen und Männer in bestimmten Situationen unterschiedlich? Haben sie signifikant unterschiedliche Ansichten? Eine Zusammenhangsfragestellung wäre zum Beispiel: Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Alter und bestimmten Einstellungen? Sie haben vielleicht in Ihrem Fragebogen das eine oder andere untersucht. Ich möchte Ihnen zumindest für diese beiden Fragen, nämlich einmal für den Bereich des Zusammenhangs und eines Unterschieds, beispielhaft zeigen, wie man das untersuchen und analysieren kann. Diese Fragestellungen sind zum Teil sehr komplex, deswegen stehen sie auch nicht im Mittelpunkt dieser Arbeit und man muss dann an einigen Stellen doch nochmal genauer hinsehen. Aber für eine kurze Analyse reichen Ihre Daten und auch Ihre Kenntnisse in Statistik sicher schon aus. Ich gucke mir jetzt für unseren Beispielfragebogen an, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Geschlecht und der Wahrnehmung der Autorität des Chefs oder der vorgesetzten Person und dem Alter. Das heißt, ich habe zwei Analyseverfahren, die ich jetzt anwende. Das eine ist die bivariate Korrelation, die Sie bereits kennengelernt haben. Ich zeige Ihnen, wie man es in SPSS macht. Analysieren, Korrelation, bivariat. Hier brauche ich zwei Variablen und hier habe ich einmal das Alter und hier die Frage, ob jemand Autorität ausstrahlt. Jetzt wissen Sie vielleicht auch, warum ich Sie aufgefordert habe, das Alter in ganzen Zahlen zu erheben, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, solche Korrelationen zu rechnen. Weitere Einstellungen nehme ich hier nicht vor. Das ist mein Ergebnis. Ich habe also hier die Korrelation mit sich selbst quasi, mit dem Alter, die ist natürlich 1. Interessierend tut uns aber dieser Wert hier, die -2.28. Sie strahlt Autorität aus, korreliert mit dem Alter. Die Korrelation ist negativ und auch nicht so wahnsinnig hoch. Was jetzt wichtig ist, auch für die Interpretation, ist die Frage nach der Signifikanz. Denn wir interpretieren nur Korrelationskoeffizienten, die unsere Vorstellungen von Signifikanz erfüllen. Und der liegt hier knapp darüber. Das Signifikanzniveau legen wir immer fest auf 0,05, es sei denn, es gibt besondere Gründe, etwas anderes anzunehmen. Und da liegt dieser Korrelationskoeffizient mit seiner Signifikanz drüber, wird also von uns nicht interpretiert. Wir gehen also davon aus, egal ob es positiv oder negativ ist, dass es keinen Zusammenhang gibt dazwischen, ob jemand seine vorgesetzte Person als autoritär wahrnimmt und dem Alter. Das können Sie natürlich für alle Variablen machen, die Sie als intervallskaliert annehmen. Jetzt wollen wir das Ganze noch fürs Geschlecht untersuchen. Da liegt die Lage anders. Wir haben auf der einen Seite die Itemwerte, die wir als intervallskaliert annehmen und auf der anderen Seite aber ein dichotomes Item, was nur mit männlich-weiblich kodiert ist. Und da lässt sich, das wissen Sie aus Statistik 1, keine Korrelation rechnen. Deswegen müssen wir ein anderes Verfahren anwenden. Wir nehmen den sogenannten T-Test für unabhängige Stichproben. Der untersucht, ob diese beiden Werte, diese beiden Mittelwerte, Mittelwert Frauen, Mittelwert Männer, aus einer Population stammen oder nicht. Gucken wir uns das mal gerade an. Analysieren, Mittelwerte vergleichen, T-Test bei unabhängigen Stichproben. Sie sehen, da gibt es noch mehr Optionen, die sich auch durchaus unterscheiden. Also bitte gucken Sie, dass Sie die richtigen erwischen und wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen. Frau-Männer-Fragestellungen sind in der Regel T-Tests für unabhängige Stichproben. So, hier habe ich jetzt einmal die Testvariable. Ja, sie strahlt Autorität aus. Jetzt kommt noch dazu die sogenannte Gruppenvariable, weil SPSS natürlich auch wissen will, wen soll ich denn hier überhaupt untersuchen. Die Gruppenvariable füge ich hier ein und wichtig ist, ich muss hier auch noch die Gruppen definieren. Also ich muss sagen, SPSS, hey, in Gruppe 1 ist 1, in Gruppe 2 ist 2. Das heißt, das ist meine Codierung für dieses Item, ob jetzt 0, 1, 3, 4 oder was anderes, muss ich dann hier eingeben. In welcher Reihenfolge ist übrigens egal. Jetzt drücke ich auf OK, bekomme ein Ergebnis, meine sogenannten T-Tests. So, das Erste, was mich interessiert ist, wie liegen denn die Mittelwerte überhaupt? Frauen haben im Mittelwert 2,1 auf unserer Zustimmungsskala geantwortet und Männer ein bisschen weniger, 2,0. So, und da fragt sich der Psychologe, ist das ein echter Unterschied oder ist das nur zufällig? Und diese Antwort gibt uns der T-Test für unabhängige Stichproben. Wir haben hier
auch wieder diesen Signifikanzwert, den wir vorhin bei der Korrelationskoeffizienten gesehen haben, auch den interpretieren wir hier. Das ist die 0,08, auch hier wieder leider zu hoch, also quasi knapp vorbeigeschossen. Das heißt, dieser Unterschied ist nicht signifikant. Es gibt nach unseren Erkenntnissen aufgrund dieses Fragebogens keinen Unterschied in der Wahrnehmung von Autorität bei vorgesetzten Personen von Männern und Frauen. Vielleicht noch kurz was zur Interpretation. Hier sind eine ganze Reihe von Werten. Wir interpretieren nur, und das nicht nur für diesen Bereich, sondern auch später, die beiden Mittelwerte. Die gucken uns an, in welche Richtung geht es da. Und dann interpretieren wir diesen Signifikanzwert. Ausnahme. Es gibt nämlich noch einen Signifikanzwert, nämlich den hier vorne. Den gucken wir uns auch kurz an, das ist der sogenannte Signifikanzwert des F-Tests. Wenn der über 0,05 ist, und das ist ja bei uns meistens der Fall, nehmen wir den oberen Wert. Sollte der mal ausnahmsweise, was wirklich bei unseren Werten nicht oft vorkommt, unter 0,05 sein, nehmen wir den unteren Wert. Die liegen meistens auch nicht ganz so weit auseinander, aber es kann manchmal der entscheidende Unterschied sein. So, das sind die beiden Fragestellungen, die wir damit ganz gut untersuchen können. Zusammenhang und Unterschiedsfragestellung. Und hier beispielhaft an zwei Rechenverfahren des T-Tests für unabhängige Stichproben und der Korrelation erklären. Wir haben noch sehr, sehr viel mehr Instrumente, um Unterschieds- und Zusammenhangsfragestellungen zu beantworten. Die sind aber nicht Thema dieses Takes.